Guten Tag. Im heutigen Beitrag werde ich die einzelnen Poolmarken besprechen, die bei Pools Factory vertrieben und hergestellt werden. Wir stellen Pools her der Pool4U-Marke, der Starpool-Marke und der Exclusive Line. Die Pools unterscheiden sich hauptsächlich im Wandaufbau und dementsprechend erhalten sie für jede Poolklasse eine andere Garantie. Die Pool4U-Becken haben 20 Jahre Garantie, die Starpool-Becken 30 Jahre Garantie auf die Dichte des Beckens und die Exclusive Line 100 Jahre Garantie auf die Dichte des Beckens. Zusätzlich unterscheiden sich die einzelnen Poolklassen auch mit der Basisausstattung. Hier möchte ich Ihnen den Unterschied anhand eines Ausschnitts zeigen. Jeder Pool ist von innen im Standard mit einem blauen Gelcoat beschichtet und man sieht hier von außen, dass ein Pool4U-Becken hauptsächlich aus einem Glasfaser-Kunstharz-Gemisch besteht und zusätzlich ist jedes Becken schaumisoliert. Das dient der thermischen Isolierung und zusätzlich schützt es den Pool vor mechanischen Beschädigungen bei der Montage. Als nächstes ein Ausschnitt der Starpool-Marke. Hier wieder der blaue Gelcoat und von außen sehen wir, dass das hier das Glasfaser-Kunstharz-Gemisch ist. Zusätzlich werden die Starpool-Becken an den Schwachstellen mit Carbon-Aramid-Fasern verstärkt und auch hier die Polyurethan-Schaumisolierung. Die stärksten Becken, das sind die Pools unserer Exclusive-Marke. Hier ein Ausschnitt, hier wieder das Gelcoat in Blau. Bei den Exclusive Pools können Sie ohne Aufpreis zwischen einem blauen und einem weißen Pool wählen. Bei den vorherigen Marken ist Weiß gegen einen Aufpreis von 10% erhältlich. Und man sieht hier, dass ein Exclusive Pool an der kompletten Oberfläche des Beckens mit Carbon-Aramid-Fasern verstärkt ist. Das macht den Pool extrem widerstandsfähig und zusätzlich ist der Pool auf jeder andere mit einer Polyurethan-Schaumisolierung versehen. Hier fällt auch die Poolwand extrem dick aus. Zusätzlich erwähnenswert, die Starpool-Becken und die Exclusive-Becken haben sehr viele Konstruktionsschichten. Hier ist das Glasfaser mehrfach aufgetragen, die Gelcoat-Schicht ist viel dicker. Zusätzlich sind Schutzschichten aufgebracht, die den Pool vor Osmose schützen. Ich hoffe, der Beitrag war hilfreich für Sie und ich lade Sie zu dem nächsten Video herzlich ein.